Methode zur Regulierung des Körpers. Ist die dritte Methode aus diesem Zyklus, die vier Regulationsmethoden. Und sie dienen zur, in erster Linie, um Beweglichkeit zu erlangen, vor allem der Wirbelsäule, das wird auch unser Leitfaden sein, Wirbelsäulenbewegung zu entdecken bei diesen Übungen. Und das zweite ist halt, die restlichen Gelenke beweglicher zu machen, die Muskulatur zu dehnen und zu kräftigen. Man fängt an, indem die Füße zusammengestellt werden und man entspannt und aufgerichtet steht. Man wartet so lange, bis die Atmung sich beruhigt hat. Dann zieht man den Bauch etwas ein und als nächstes wird eine Nickbewegung eingeleitet. Bauch einziehen, nicken. Das Baucheinziehen ist ganz wichtig, weil wenn jetzt hier die Bauchwandspannung auf sich aufbaut, wird die Bauchblase gegen innen von der Lendenwirbelsäule gedrückt. Dadurch wird sie von innen stabilisiert und die Rückenmuskulatur, der Erectus fini, kann etwas besser lösen. Der muss nicht mehr so viel arbeiten, nicht mehr die Wirbelsäule halten, weil sie von innen stabilisiert wird. Das zweite ist, sobald halt die Bauchwandspannung halt aufbaut, kommt es zu einer antagonistischen Hemmung. Wenn ich den Muskel anspanne und verkürze, muss der entspannen und loslassen. Das nennt man antagonistische Hemmung, das wird auf Rückenmarksebene. Also wenn Bauchwandspannung halt hier aufbaut, auf der einen Seite wird entspannt der Rückenmuskel durch zusätzliche Stabilität von innen und durch die reflektorische Hemmung über die Rückenmarksebene. Und dann, warum brauchen wir das? Dadurch sinkt der Tonus der Muskulatur hier und die Gelenke können sich besser mobilisieren lassen. Sie können beweglicher sein. Wenn ich halt ganz feste Muskulatur um ein Gelenk halt habe, so ist da wenig Spiel. So. Aber wenn die halt entspannter wird, so, dann kann halt die Gelenke, können die Gelenke sich wieder neu positionieren. Wenn der Tonus fest ist, ist da ja gar keine Bewegung drumherum möglich. Also um überhaupt das Neupositionieren der Gelenke möglich zu machen, brauchen wir halt die Bauchwandspannung. Neigen. Das führt jetzt zu einer Traktion, ein Ziehen der Wirbelsäule. So, dadurch werden natürlich die Bandscheiben auch etwas entlastet und die ganze Wirbelsäulenstruktur. Dann als nächstes werden die Hände miteinander verschränkt. Bauch einziehen und nicken. Hände verschränken. Die Hände heben, ohne dass die Schultern hochkommt. Bauch einziehen, nicken. Hände verschränken, heben bis so ungefähr auf Brustmitte. Dann die Handflächen nach vorne drehen und die Hände werden so nach vorne geschoben, ungefähr auf Stirnhöhe. Man schaut dabei auf die Hände. Wichtig ist jetzt halt, dass die Schultern nicht nach vorne kommen, sondern dass die Schultern sogar so leicht in Retraktion sind. Also, dass die Schulterblätter etwas nach hinten angeheftet werden, so, und dass man hier oben nochmal zusätzliche Stabilität bekommt. Dann kann die Brustwirbelmuskulatur halt hier die Tiefsitzende auch besser locker lassen, weil sie muss ja nicht so viel arbeiten, man ist von außen gut stabilisiert. Das im PNF halt das Stützmuster. Hinzu kommt alle die Leute, die sich mit Bobat auskennen. Also wir wollen halt Core Stability im Endeffekt als erstes erzeugen, um anschließend besser selektive Bewegungen halt hier zu machen. So.
Nein, dann ist er so. Bauch ein. Nach unten schauen. In die Hände schauen. Die Hände heben, drehen. Auf die Hände weiterhin schauen. Mit den Schultern nicht nach vorne gehen. Es ist Lendenwirbelsäule aufgerichtet, Brustwirbelsäule ist aufgerichtet. Jetzt wird der Blick nach hinten gezogen, also nach innen schauen den Blick, den Blick wegnehmen von den Händen und ein bisschen nach innen schauen. Dabei wird dann halt das Kinn in Retraktion und damit auch die Halswirbelsäule halt geführt und die Nickbewegung, diese Nutationsbewegung, wird noch ein etwas intensiver. So, dadurch haben wir jetzt auf allen Ebenen die Wirbelsäule erstmal aufgerichtet. Das ist dann die Ausgangsstellung für die folgenden Übungen. Blick zurücknehmen. Einmal lang strecken und dann gerade schieben. Jetzt haben wir unsere aufgerichtete Wirbelsäule. Die nächste Übung ist, mobilisiert die Wirbelsäule in Lateralflexion, Seitneigung. Und dabei ist die Kunst halt, nicht über die große globale Muskulatur so rüberzuziehen, sondern durch das Loslassen der tiefsitzenden Muskulatur ein Einsinken auf der Seite zu erzeugen. Gleichzeitig durch das Einsinken, Loslassen, hier wird halt hier geöffnet, gedehnt und durch diese Vordehnung wird die Muskulatur hier aktiviert, so was auf der Seite dann natürlich wieder zu einer antagonistischen Hemmung einführt. Generell zu diesen Dehntechniken oder Dehnen, gar nicht so aufs Dehnen achten, sondern zwei Lehrer haben mir ganz unabhängig voneinander, wirklich aus ganz unterschiedlichen Kulturkreisen kamen die, haben gesagt, nur der dumme Bauer zieht am Gras, damit es schneller wächst. So. Oder der andere sagte, Gras wächst auch nicht schneller, wenn man daran zieht. Der eine war ein McKenzie-Therapeut und der andere war ein Qigong-Lehrer. Hier nochmal darauf achten, dass die Schulterblätter in posteriore Depression sind, dass die Schulterblätter gut angeheftet sind am Brustkorb und dass die Brustwirbelsäule, Halswirbelsäule und Lendenwirbelsäule gut aufgerichtet ist. Jetzt nach links Seite lösen, einsinken. Und dann hält man diese Stellung. 2 bis 4 Atemzüge. Dann geht man wieder in die Mitte. Die nächste Bewegung, nach hinten schauen, ist eine Rotation in der Transversalebene, eingeleitet vom Becken und dann weitergeführt vom Schultergürtel. Und so soll die Wirbelsäule halt mobilisieren in Rotation.
Jetzt das nach hinten schauen, rotieren im Becken, weiterführen Schultergürtel. Und jetzt die ganze Rotation mit dem Blick nach hinten verstärken. Dann geht man wieder zurück und achtet darauf, dass man halt auf der Mittelachse, auf der longitudinalen, halt durch den Körper, dass das die Drehachse ist. Zur anderen Seite würde ich dann auch drehen. Und zur Mitte kommen. Wichtig dabei ist, dass man wirklich spürt, dass man halt wie so ein ausgewrungenes Handtuch von hier oben nach unten bis in die Füße diese Verdrehung spürt. Die Füße stehen aber stabil auf dem Boden. So. Aber es muss merkbar sein, dass halt der ganze Körper gewrungen ist. So, danach die nächste Übung. Oder ich mache sie noch einmal vor. Also man ist aufgerichtet, links, rechts geneigt, dann rotiert man, verstärkt das Ganze mit dem Blick nach hinten. Das nächste ist die Extensionsbewegung der Wirbelsäule. Man schaut auf die Hände, man fest mit den Boden, man kreist so ein bisschen sich in den Boden, dass man gut verwurzelt oder verankert ist. Mit dem Boden, dann wird der Oberkörper nach hinten geneigt und der Kopf hängt nicht über, der Kopf ist leicht gehoben. Man schaut auf die Hände und jetzt fängt man an, tief und sanft zu atmen. Die Übung ist sehr wichtig, ist aus zwei Gründen. Meistens fehlt die Mobilität der Streckung nach hinten, der Extension, weil die meisten Leute verbringen ihr Leben ja im Sitzen und dann sitzt man so, also immer im Beugemuster. So, außerdem neigen ja die Iliopsoas zur Verkürzung und hier zur Verkürzung der Pectoralis. Deshalb gehen ja die alten Leutchen halt auch so, dass sie hier verkürzt sind, da verkürzt sind. So, und wenn das halt stattgefunden hat, so, und wenn man dann sich drehen möchte, ne, ist das eine sehr, sehr unökonomische Bewegung, weil Schwerpunkt liegt nicht gut auf der Longitudinalachse, so ist dadurch anstrengender. So, und viel einfacher ist es, wenn man halt eine aufgerichtete Wirbelsäule hat, dann ist das Drehen ganz simpel im Endeffekt, sehr effizient. Und der Bewegungsspielraum ist halt auch wesentlich größer. Hinzu kommt bei dieser Übung, durch das nach hinten neigen, hat man jetzt hier die Bauchmuskulatur stark aktiviert und die bildet halt eine Festigkeit. Jetzt durch das sanfte, tiefe Atmen des Zwerchfells wird halt die Bauchblase, also die ganzen inneren Organe, nach unten komprimiert und wieder gelöst. Komprimiert, wieder gelöst. Und diese sanfte Drainagemassage soll auch das Lymphsystem hier unten, alles was drumherum um die Cisterna Chili ist, halt aktivieren. Dass die Bewegung dort, die Lymphe, also die Lymphe in Bewegung bringt. So, nochmal von vorne. So, Bauch einziehen, neigen, Hände verschränken, Hände heben, drehen, Schultern unten lassen, Hände nach vorne, Kinn zurückziehen, Blick zurückziehen, lang machen, Scapula, also Schulterblätter in Depression bringen, neigen. Andere Seite. In der Longitudinalachse drehen, vom Becken her, mit dem Blick nach hinten verstärken und zurück. Und zur anderen Seite.
schauen, die Füße fassen zu Boden und jetzt nach hinten lehnen. Der Kopf ist leicht gehoben, die Atmung sanft und tief. Jetzt das Kinn heranziehen, dadurch die Aufrichtung der Wirbelsäule einleiten, nochmal lang strecken und dann sinken die Arme nach vorne ab. Gut, das war der Teil, den man für die Wirbelsäule im aufrechten Stand. Da haben wir hauptsächlich halt Aufrichtung, Lateralflexion, Rotation, Extension. Wir haben keine Flexionsbewegung, also Beugebewegung in der Wirbelsäule. Die kommen jetzt gleich im zweiten Teil.